Also pass auf, dieses Auto war ein Kunstwerk. Wir hatten hier 9 Garagen. Garage Art hieß das ganze Projekt. Und in den 9 Garagen haben 9 Künstler 3 Wochen lang gearbeitet. Das eine ist das Loch von Daniel Schuber. Und Daniel hat 3 Wochen lang gegraben. Gegraben und gegraben. Das ist bei rausgekommen. Er wusste nicht, was ihn erwartet. Er hat 2 Toiletten ausgegraben, die müssen aus der Kaiserzeit sein oder sowas. Er hat hier eine Bibel gefunden, die wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg verbrannt ist. Das ist ein geiles Projekt von Stadtarchäologie gewesen, wenn du so willst.